Einen wunderschönen guten Tag und ach, willkommen zurück bei einer weiteren Runde Scum. So, jetzt mal kurz auf meinen Tisch hier aufräumen. Upp! Ja, das hätte ich vielleicht mal vorher machen sollen, bevor ich die Aufnahme starte. Ja. Egal, da ist man ja mal schlauer, ne? Oh, komm, es eben ging's mir gut. So. Wir waren furchtbar fleißig an diesem Bunker da. Das hat mir auch furchtbar viel Spaß gemacht. Furchtbar viel Spaß. Aber das reicht mir jetzt auch erstmal mit der Bunker-Erfahrung. Nein, ehrlich gesagt reicht's mir nicht. Ich will eigentlich noch mehr, aber... Ich finde, wir brauchen trotzdem noch ein bisschen Abwechslung, weil sonst steigere ich mich da zu sehr rein und dann komme ich ja nie wieder auf den normalen Pegel. So. Habe ich euch schon begrüßt? Egal, schön, dass ihr da seid. Bin jetzt auch nicht mehr so in einer massiven Vorproduktion, auch wenn, ich muss sagen, ich muss wieder ein bisschen mehr vorproduzieren, da ich schon wieder Termine habe, die genau in diese Aufnahmezeitfenster fallen, die ich immer habe. Das heißt, nicht wundern, wenn ich in-game nicht so schnell auf die Kommentare eingehen kann. Ich lese sie alle. Einige wenige kriegen eine schriftliche Antwort. Viele andere, je nachdem, was der Inhalt ist, würde ich auch in-game mal darauf ansprechen. Wie zum Beispiel wurde mir ja jetzt tatsächlich mehrfach mitgeteilt, wegen den Dreiecken im Dach, dass ich das mit normalen Wänden machen kann. Weiß ich ja mittlerweile tatsächlich selber, bin ich ja selber drüber gestolpert. Aber ich habe mich trotzdem sehr drüber gefreut über die Tipps. Das hat mich doch ein wenig glücklich gemacht. Aber an sich hatte ich das ja noch selber herausgefunden. Trotzdem vielen Dank. Und bei den ganzen Bautipps war sogar noch ein anderer mit bei. Okay, Moment mal. Ich muss mal kurz Karte studieren. Ach, witzig. Nee, wir fahren mal links außen rum. Das würde mich jetzt mal interessieren. Das scheint dann nämlich eine Art Stadt zu sein. Mir scheint Bistro zu sein. Wie auch immer. Schon mal schön. Moment. Von Markus kam der Hinweis, dass ich mit den Blaupausen an einem Snap-Punkt zwei verschiedene Sachen setzen kann. Das wäre natürlich eine furchtbar spannende Sache. Mutter, Kind. Auch übrigens immer etwas nervig. Fast schon diskriminierend hier. Überall sitzt Mutter-Kind-Schilder. Auch mit Mutter-Kind-Parkplätzen. Irgendwie. Ich kümmere mich tatsächlich sehr viel alleine auch um unser Kind. Und immer wenn ich überkomme, gibt es eigentlich nur Mutter-Kind-Dinger. Ich meine, ich bin da. Sie nennen es ja mittlerweile auch Elternkind-Parkplätze oder auch irgendwie so. Aber dieses ganze, was mit der Gleichberechtigung in den letzten Jahrzehnten so hochgekommen ist. Das wurde nicht an allen Seiten gemacht. Es ist gesellschaftlich noch nicht sonderlich anerkannt oder üblich, dass sich Väter um die Kinder kümmern. Das ist viel. Was habe ich denn hier? Vorne links. Oh. Nee. Nee. Ah. Wir haben unseren Fahrersitz. Hatte ich tatsächlich auch schon mal auf der Arbeit, das Phänomen, das hat mich richtig angenervt. Da ich ja tendenziell, also wenn was mit dem Kind ist, bin ich dann auch immer durchaus bereit, auch mal mit dem Kind krank zu Hause zu bleiben, mich ums Kind zu kümmern. Wurde ich tatsächlich vom Chef schon mal darauf angesprochen, dass er es schön finde, wenn die Mutter auch mal mehr machen würde? Ich glaube, so eine Nachricht hätte sich gegenüber einer weiblichen Mitarbeiterin niemals getraut. Das ist so, wow. Hatten das Phänomen auch schon in die andere Richtung, als meine Frau halt wieder relativ früh arbeiten gegangen ist, nachdem das Kind da war. Weiß nicht. Wieso rede ich schon wieder so weit ausfallend hier? Gott, egal. Aber wie kann man es denn wagen, das Kind mit dem Vater allein zu lassen? Klappt das denn? Schnauze. Oh, Licht aus, Licht aus. Man sollte mich nur nicht allein mit dem Auto lassen. Ich vergesse das Licht auszumachen. So, ich bleib jetzt hier einfach. Was ist das hier?
Vor dem Geldautomat. Wir haben ja ein bisschen Platz im Rucksack. Lass uns einfach mal kurz ein bisschen durchlaufen hier. Bin mir noch nicht ganz sicher, was das hier ist. Also das hier ist eine Werkstatt scheinbar. Da habe ich vielleicht Hoffnung auf einen guten Schraubendreher. Oder überhaupt Schraubendreher. Der Bunker hat ganz schön viel gekostet. Aber auch da ist mir mittlerweile herangetragen worden, dass das mit Handschuhen, die ich ja tendenziell immer anhabe, schwieriger ist, Schlösser zu knacken als ohne. Ich meine, irgendwie bin ich der Meinung, das ergibt tatsächlich sogar Sinn. Vitaminpillen. Auch, nimm mal direkt eine. Aber irgendwie davon ausgegangen, dass das hier im Spiel umgesetzt ist, bin ich nicht. Aber es wird einem im Spiel auch mitgeteilt. Tatsächlich. Also, wenn wir das nochmal machen, im Bunker möchte ich erstmal mit deutlich mehr Schraubendreherkapazitäten da rein. Und zweitens würde ich es dann vielleicht bei den Spezialschränken ohne Handschuhe versuchen. Nehme ich einfach mal mit. Nein, kann ich den tragen als Frau? Ja, wo soll man die noch drüber stülpen, ne? Stofffetzen, sogar relativ sauber, wenn ich das so richtig sehe. Eigentlich wollte ich auch nach Hause langsam mal wieder. Aber wenn wir schon auf der Insel sind, müssen wir uns natürlich auch mehr Sachen angucken. Ich nehme mal so eine Einwegmaske mit. Ich habe das Gefühl, dass die beim Arzt eigentlich frech viel Geld gibt dafür, dass es eigentlich so eine Einwegmaske ist. Notverband. Das finde ich auch super. Super, super, super. So. Weiter geht's. Das ist ein Steg. Hier sind noch ein paar mehr Stegse. Wir gucken uns einfach mal um. Vielleicht gibt es ja noch ein anderes cooles Motorboot. Oder eine Yacht. Wahrscheinlich nicht. Das klingt nicht so nach Scam, aber man kann ja mal gucken. Aha. Auf jeden Fall ist das mit dem Sonnenaufgang echt schön. Das nehme ich mal mit. Das Bild Steam. Los, ich habe F12 gedrückt. Danke. Irgendwie ist sie momentan immer, wenn ich hier F12 drücke für einen Screenshot, das dauert ewig, bis er reagiert. Weiß gar nicht, ob das irgendein Update war oder ob ich den Rechner mal neu installieren müsste mal wieder. Gut, man kann Troubleshooting auch etwas präziser betreiben, aber Sachen neu installieren funktioniert in der Regel immer. Deswegen bin ich da schon ein Freund von geworden, sehr. Eine Feder. Nee, lass mal liegen. 38%? Nö. Davor ist was zum Tanken. Hab ich den Kanister? Ich hab ihn mitgenommen. Cool. Nehmen wir doch gleich mal ein bisschen Benzin mit. Oh. Haha. Leck mich doch am Arsch. Hä?
Schnecke im Boden, oder? Okay. Okay. Wie ist das denn jetzt geregelt? Also schwimmen? Schlechte Idee. Okay. Ich will aber meine Sachen wieder haben. Unter die Unterhose habe ich jetzt mittlerweile. So. Das geht noch. Ich versuche das jetzt mal nach und nach ein wenig ans Land, näher ans Land zu bringen. Ich scheine ja länger unter Wasser aushalten zu können, als ich gedacht habe. Wie gesagt, wie rot kann das noch werden? Achso, oh. Uiuiui. Top. Also man nehme keine taktische Weste. Wo liegen meine Sachen? Da, oder? Möglichst nah ran. Notfalls verzichte ich auf die taktische Weste, ganz ehrlich. Kann ich schneller schwimmen? Macht's nicht besser, oder? Nee. Hab's fast. Oh, das ist nicht ein Boot. Aber ich komme ja auch nicht an Land, ne? Warte mal kurz, bis meine... Lunge nicht mehr rot ist. Also anscheinend machen wir heute einen etwas größeren Schwimmausflug als gedacht. Upsi. Eigentlich ist es mir wichtig, dass ich meine Sachen wiederkriege, ne? Also im Zweifelsfall kann ich auf die Weste verzichten, kein Problem, aber ich hätte gern meinen Rucksack. Ich sagte gerade auf die Weste verzichten, aber irgendwie, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht mehr, was ich da drin hatte. Ich glaube, ich hatte da wichtige Sachen drin. Oh oh. Oh. Geht das schon wieder los? Erstickung. Ich bin schwer begeistert. Fuck. Vielleicht könnte ich mit Rucksack schwimmen, wenn der Kanister nicht drin ist. Also wir werden ja jetzt noch ein, zweimal zusammen runtertauchen und dann
mach ich vielleicht mal einen Cut oder so. Oh, ist ja schrecklich. Habt ihr euch schneller tauchen? Ja, mit C. Ah. Und wo ist mein Rucksack? Oh oh. Toll. Toll. Das war gut. Scheiße. Rucksack und taktische Weste jetzt weg. Fuck. Gut, das bewegt mich natürlich noch mehr, um einfach nach Hause zu kommen, ne? Fuck. Gut, besser die Sachen als unser Leben, ne? Aber... Nicht das ein Foto? Und kann ich da Fotomodus cheaten? Nee, ne? Doch. Cheaten wir hier mal. Wie Profis. Das da könnte was sein. Und hier. Ich glaube, hier ist die Weste. Okay. Vor und unten rechts. Ja, gut, das ist so vielleicht nicht gedacht vom Spiel, aber... Ja, klar, da sind wichtige Sachen drin. So. Wir schwimmen mal trotzdem hier Richtung Rand weiter. Ich warte, bis die Erstickung wieder hochtickt und hoffe, dass ich unterwegs den Rucksack finde. Also, wir finden den Rucksack auch noch. Also, wenn ich die Weste jetzt wieder gefunden habe, dann finde ich auch den Rucksack wieder. Erstickung, da ist sie ja wieder. Ich weiß nur noch nicht ganz, wie ich das an Land kriegen soll, die Sachen. Obwohl, wir haben hier langsam... Ah, es wird. Lasst mich mal ein bisschen rumexperimentieren. Ich hole euch einfach gleich wieder mit dazu. Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Also... Ich weiß auch nicht ganz, wie das jetzt so passieren konnte. Die taktische Weste ist weg. Ich hatte auf einmal irgendwie eine Strömung, hatte gerade total Bug. Ich bin abgesoffen bzw. wie ein Stein runtergefallen, ohne dass das vom Gewicht her hätte Probleme geben dürfen. Währenddessen hatte ich diese Weste irgendwie scheinbar verloren. Ich finde sie auch einfach nicht wieder. Aber... Um etwas Positives zu sagen, ich habe den Rucksack zumindest noch gefunden. Da vorne, hier. Den habe ich soweit gefunden tatsächlich und konnte ihn hier mit Hilfe meiner Kletterfähigkeiten im Sinne von unten auf dem Boot rumhüpfen hier hochlegen. Aber sonst... Nö! Das Unschöne daran ist...
Ich mochte diese taktische Weste. Vorher ist noch unser Essen drin. Pack den Bogen auch mal weg. Ich weiß nicht, ich würde jetzt gerne noch mal ganz kurz schauen, ob wir den noch mal wiederfinden. Aber hier zuletzt hatte ich ihn ja irgendwie gesehen. Praktisch weg. Also ihn, die Weste. Absolute... Also Katastrophe will ich jetzt nicht sagen. Aber irgendwie schön ist das trotzdem nicht. Ach komm, geh mal runter. Hier liegt nix. Und falls es tatsächlich von der Strömung transportiert werden konnte, dann weiß wohl niemand mehr, außer das Spiel selbst, wo es ist. Das ist sehr, sehr, sehr schade. Meine ich, gehe jetzt hier nochmal kurz ein bisschen tiefer. Nur aus Prinzip. Weil ich jetzt keiner bin, der so super schnell aufgibt, aber viel Hoffnung habe ich jetzt nicht. Gelaufen. Ich habe mittlerweile auch gecheckt, wo meine Sauerstoffanzeige ist tatsächlich. Und zwar in unserem Kreis zur Lebensleiste, also da, ist da jetzt so ein roter Strich und ein grauer Strich, der sich drumherum jetzt gefüllt hat. Der graue Strich ist quasi das, was wir an Lungenvolumen noch zur Verfügung haben. Der tickt jetzt hier gemächlich runter. Sobald der Grau an dem Roten angekommen ist, fangen wir an zu ertrinken. Oh, toll. Weil es so lächerlich ist. Ich war erstmal beeindruckt, dass ich den Rucksack überhaupt noch wiedergefunden habe. Dass ich dann als Belohnung die taktische Weste einfach nie wiedersehe. Oh, das ist bitter. Vorhin, da war noch ein paar coole Sachen drin. Kann ich den Seestand mitnehmen? Nö, schade, hätte ich ihn auch witzig gefunden. Die ist nix. Die ist weg. Schade. Ich finde, das war eine von den coolen Sachen, die wir mal gefunden hatten. Also wir finden regelmäßig coole Sachen, so ist es nicht, aber von der taktischen Weste müssten wir uns jetzt wohl verabschieden. Oh, was ist das? Was ist das? Stein wahrscheinlich, oder? Ah, schade. Hier zwischen gespült? Hier habe ich doch gar nicht geguckt. Aber auch hier ist die Strömung gerade wieder echt lästig. Ja, gut. Oh, falsch. Möge Poseidon gnädig zu ihr sein. Wir nehmen uns unseren Rucksack und machen nochmal weiter. Schade. Schade. Ich hüpfe nicht nochmal auf so ein Boot rüber. Gut, ich bin auch mit ein bisschen wenig Ausdauer darüber gehüpft, war ich selber schuld, aber... Nee. Jetzt bin ich gnatschig mit dem Meer. Das muss nicht sein. So, aber hier tanken tue ich trotzdem. So.
Hast du was zu essen? Wahrscheinlich nur trinken, wenn dann überhaupt. Echt jetzt? Ich hätte den neuen Wanderrucksack. Natürlich nehme ich den mit. Naja, mit ins Auto stopfen. Sieht irgendwie aus wie so ein gepolsterter Boxhandschuh. Ein sehr gut gepolsterter. Netterweise wurde jetzt zumindest von den Gegnern verschont. Toll. Essen, Haarklammern. Wahrscheinlich war noch ein Schraubendreher drin bei meinem Talent. Komm, geh hier rein. Gucken wir mal, ob wir noch was anderes finden, was Gutes. Noch ein Rucksack. Cool. Nee, lass mal. Ich hab grad echt nicht so viel Bock auf euch. Oh. Ja gut, das Geld. Wenn du mich natürlich dafür bezahlst, dass ich dich verprügel, alles gut. Das ist in Ordnung für mich. Ich hoffe, wir haben im Auto noch genug zu essen. Also, ich habe ja mehrere MREs gelootet. Wir müssen genug zu essen noch da haben. Also, das sind ja alles recht normale Wohnhäuser. Ich bin mir nicht sicher, ob wir gerade was brauchen. Oh. Guck mal einer an. Da steht ein Dirtbike. Momentchen mal. Dann wäre der Ausflug heute nicht ganz vergebens. Oh, MREs, danke. Was habe ich denn? Rindereintopf, Cheeseburger, Rindereintopf, Thunfisch, Cheeseburger, Thunfisch. Ja, irgendwie alles gemischt. Das ist gut. Essen. Und wir spülen das runter. Mit einer Cola. Finde ich auch gut. Okay. Wenn das jetzt klappt mit dem Motorrad, wäre natürlich super. So, alles trinken. Gut, ich sollte mal nicht so tun, als wenn ich cool rückwärts fahren kann. Kann ich nicht. Hä, Werkstatt? Hab ich die nicht schon aufgehabt? Ich gucke auch nochmal gleich in die Werkstatt rein nochmal. Wie sind die Türen wieder zu? Oder ich war so weit rausgeschwommen.
dass ich das Spiel dachte, nö, ich setz mal alles zurück hier. Kraftset. Dirtbike. Moment. Dann brauche ich noch andere Dinge für. Ich habe einen Wagenheber gefunden eben. Ich brauche für vorne und hinten verschiedene. Toll. Dann hat mir das ja jetzt herzlich wenig gebracht. Toll. Gut, dann lasse ich das Rad aber dran. Schade. So viel dazu, es hat irgendwas gebracht. So, zum Abschluss gucken wir nochmal in die zwei Geraden. Und dann wechseln wir in die nächste Folge rüber. Ich glaube eigentlich, dass wir schon reingeguckt haben, aber egal. Okay, sieht anders aus als... Okay, vielleicht doch nicht. Schön, eine Leica-Tür. Farbe. Ach doch, wusste ich doch, hier war ich doch drin. Die Tür ist so wieder zu. Naja, ist okay. So, ich habe wieder gerade das Problem, einen sinnvollen Abschluss zu finden, da mich das mit meiner taktischen Weste jetzt durchaus ein wenig belastet. Schade aber auch. Haarklammern. Ist doch schon mal ein Anfang. Oh, Zwiebel? Senf? Oh. So ein Kaffee für mich? Nö. Okay, lass aber hier nochmal durchlaufen. Und dann wechseln wir die Folge. Irgendein Haus, was nochmal interessant aussieht. Oder vielleicht allgemein irgendwo mal nochmal ein Haus rein. Mir fällt gerade ein, so eine Herdplatte für zu Hause könnten wir auch nochmal gut gebrauchen. Haben wir schon öfter gesehen, aber ich glaube, ich habe nie eine mitgenommen. Schwarzer Pfeffer. Oh, was habe ich denn für Sorgen? Blase ist voll. Ich brauche eine Toilette. Oh. Okay, dann wechseln wir von jetzt an in die nächste Folge. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal mit erleichterter Blase wieder. Tschüss.